Wer sich heute dazu entschließt, Bauer zu werden, der steht, wie wir jetzt im Beitrag ja auch gerade gesehen haben, oft vor großen Herausforderungen. Eigentlich muss der moderne Bauer ein Multitalent sein. Er kümmert sich um die Landschaft, um seine Tiere, verkauft seine Lebensmittel selbst. Kurz, er muss sein Unternehmen bestens managen. Ein junger Landwirt in Burgstall bei Eggersdorf zeigt in unserer Serie Landwirtschaft, wie er es macht. Bis man so ein Bauernbrot genießen kann oder so ein geselchtes, benötigt es viel Arbeit vom Landwirt. Auf dem Feld, im Stall oder auch in der Backstube. Und nebenbei muss er auch noch kalkulieren. Da holt er sich Profis. Wenn Sigmar Reis jetzt im Jänner über seine Felder geht, kann er schon zeigen, dass die Saat aufgegangen ist. Sein Hof liegt in Eggersdorf. Oft trifft man ihn im Stall, seine Angestellten brauchen ihn, wenn es um die Zutaten geht, und der Heurige läuft auch noch so nebenbei. Bei seiner Berufsbezeichnung wird's kompliziert. Da gibt's keine Bezeichnung, das ist gerade vielleicht, wo ich gerade bin an meinem Arbeitsplatz. Da kann ich sagen, schau, ich bin jetzt gerade Koch oder ich bin jetzt gerade im Service oder ich bin gerade beim Fleischer. Es gibt keine Definition, glaube ich, dazu. Und die Zahlen sollten auch noch passen. Seit Jahren schon lässt er sich in die Bücher schauen. Grundsätzlich ist in der Landwirtschaft ein sehr gutes Bauchgefühl vorhanden. Aber es ist heutzutage wirklich so, dass man die Entscheidungen aufgrund von stichhaltigen Zahlen treffen muss und soll und deshalb die Zukunftssicherung auch an erster Stelle stehen soll. Die Landwirtschaftskammer bietet Unterstützung bei der Unternehmensführung an, denn oft gibt ein Landwirt auf, ohne sein Potenzial einschätzen zu können. Das ist natürlich auch sehr tragisch, wenn man überlegt, dass so ein Betrieb schon nahezu Jahrhunderte existiert und besteht. Und die Herausforderung in der Beratung ist absolut, dass man wirklich einmal ein verlässliches Zahlen- und Datenmaterial hat, auf dem, was man wirklich betriebliche Veränderungen und Schritte setzen kann. Und da der Tag eines Landwirtes auch nur 24 Stunden hat, entschied man sich gemeinsam mit dem Experten gleich zu einigen Änderungen. Wo dann doch Handlungsbedarf hat, ist beim Ackerbau. Und sehr massiv noch dazu. Wir lassen mittlerweile einiges mit Maschinenring machen, einiges in Kooperation mit Nachbarn. Also meine Kompetenzen liegen in der Veredelung und in der Organisation der Verarbeitung und dem Verkauf. Die einzelnen Landwirte, die in diesem Arbeitskreis sind, tauschen sich auch aus. Familie ist gut, Experten sind manchmal besser. Beratungsresistent ist man nicht in Eggersdorf. Es gibt Strukturen, die fahren sich einfach ein, die werden starr, man sitzt nicht mehr und die muss man einfach aufbrechen und das schafft man in der Familie nicht, weil da tritt man einfach in seinen eigenen Sumpf und da braucht man wen von außen. Die Zusammenarbeit in der Unternehmensführung läuft schon seit 2009 und wird so schnell auch nicht zu Ende sein.